Ein herzliches Hallo zu einem neuen Video bei RD48. Wo geht's heute hin? Heute fahren wir nach Spa, liebe Freunde. Nach Spa geht's heute. Das wird richtig geil. Wirklich, also ein Event, ihr wisst, zu der aktuellen Zeit sehr unwahrscheinlich, dass sowas stattfindet hier in Deutschland. Aber in Belgien gibt's das. Ein Track Day nenne ich es mal einfach. Ein Event mit geilen Autos, mit geilen Leuten. Steffen Wappland mit am Start. Stefan Heinzen mit am Start. Von der Traumfabrik, die Jungs, ja. Ja, genau. Und habt ihr schon gesehen? Noch einige andere Verrückte. Ich glaube, Stefan Heinz bringt ja die Cobra mit, ne? Ja, JS Fahrzeugteilehandel kommt mit. Ja. Der kommt mit dem R6. Ja, das wird gut. Ja. Ja. Und Steffen wird seinen Time Attack GTR das erste Mal exzessiv auf der Strecke bewegen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Trip von 700 Kilometern vor uns. Eine Strecke. Ja, wird also intensiv. Ja, wird schon richtig heftig werden. Wir werden uns dann irgendwo auf der Autobahn mit den Jungs treffen. Und dann wird auf jeden Fall abgerissen. Ich denke, das wird ganz geil. Ich kann auch diesen Namen von diesem Event mehr aussprechen. Das ist irgendwas Französisches. Man muss wissen, in Belgien wird wirklich Französisch gesprochen. Ja? Dann nicht nur Französisch. Niederländisch und Deutsch. Also drei Sprachen. Das ist krass. Also es gibt, glaube ich, zwei Landessprachen, die so hauptsächlich sind. Das ist halt Niederländisch und Französisch, ich glaube, je nachdem, wo man in Belgien ist. Aber ja, wie auch immer, ist auch egal. Freust du dich eigentlich, wieder mal so diese geilen Klänge wahrzunehmen? Weil es war so lange Winter gewesen. Definitiv. Wieder mal, also, die Saison geht gefühlt wieder los. Es geht aber hier draußen nicht los. Aber das letzte Mal Late Night ist halt auch schon eine Weile her, wo es ordentlich auf dem Track abging. Von daher hoffe ich mir Großes. Ja, auf jeden Fall. Geil. Okay. Ich hab wirklich richtig Bock, endlich wieder mal geballert zu hören, auch von meiner Fansseite. Ich denke auch, wird richtig fett. Ich bin halt auch sehr gespannt, wie Steffen abliefern wird. Wir werden übrigens, das seht ihr jetzt zu spät, aber dann gleich mal auf der Autobahn probieren, bei Twitch live zu gehen. Ja. Guck mal, was klappt. Und dann werden wir vor allem, werden wir es probieren, auf der Rennstrecke, wenn geiler Empfang ist, dort live zu gehen, dass ihr live dabei sein könnt. Seht ihr jetzt zu spät, aber ihr wisst Bescheid, einfach bei Twitch der RD48 abonnieren. Genau, wir hauen euch unten den Link mit rein, ja, in den Videobeschreibung. Wenn solche Events sind, könnt ihr jetzt immer bei sowas mit reinschauen bei uns oder so. Alle zwei Tage, sicherlich sind wir live. Gibt es aus unserem Büro irgendwelchen geilen Scheiß zu sehen. Also ohne Scheiß, schaltet rein, abonnieren, ab geht die Post. Man muss ja sagen, die erste Tour im Büro war ja schon mal ziemlich fett. Ja, das war geil. Das war wirklich geil. Das haben wir schon gemacht, ja. Nee, sehr schön. Das liegt nur so ein bisschen, muss ich sagen. Ne? Ja, ich denke, das geht ganz gut rein. Ne? Ja. Achso, hier, und wer Bock hat, wisst Bescheid. Code kennt ihr ja. RD48. 10% sparen. Ab geht die Post. Knallst du schon wieder so ein Ding rein, ne? Wir sind noch nicht mal eine Stunde unterwegs. Ja, ich hab gestern Abend nicht viel gegessen. Ich hab echt Hunger. Naja. Ich werde mir dann auf jeden Fall auch mal einen reinziehen. Wenn ihr es probiert, dann solltet Karamell. Ja. Okay, dann. Gut, Freunde. Also, bis gleich auf der Rennstrecke. Bonjour. Also wir müssen jetzt ein bisschen Fieber messen, ein bisschen QR-Code beantragen wegen Corona hier. Die machen schon die Bestimmung relativ hart, aber es findet man kann statt. Ein Event besuchen, Freunde. Also nicht besuchen, aber absolut man, geil, hin. Absolut geil. Also ich mal an, das ist ja wirklich die nervig. Ach so, wegen Piepen hier, ne? Also wir haben ja schon ein bisschen auf Twitch gestreamt, ja, auf der Herfahrt. Ja, richtig geil. Wir sind auf der Ardennen-Achterbahn, wir sind in Spa. Geil. Also, erste Mal in meinem Leben, ich war noch nie hier. Für mich auch das erste Mal. Geil. Aber wir müssen wahrscheinlich Maske tragen, ne? Ja, wahrscheinlich. So, und jetzt gucken wir hier, was schon abgeht, Junge. Geil. Ja, was darfst du, Schatzi? Hä? Was darfst du? Das müssen wir mal holen. Okay, hallo. Wir machen GoPros ins Auto rein, ne? Ja. Mach das. Mein Arzt ist auf der Urusche auch. Genau. Das flackert hier ein bisschen. Du bist wieder der Arme, der putzen muss. Selbstverständlich, einer muss es ja machen, die Hifi-Arbeit. Aber dafür habe ich Steffen abgenommen. Der das nächste Mal duschen kann, er sich dran halten. Merkst du, es ist etwas ruhiger, es sind sehr wenig Leute da. Aber jetzt gerade erst vor kurzem habe ich Drive to Survive geguckt, ne? Ja. Geil, wirklich. Also, da weißt du hier, wie es aus dem Boxengassen rausschießt. Komm, wir gehen mal gucken drüben. Ja. Los geht's. Aufschläge. Ja. Okay. Stefan, hier. Alex. Du musst das Ding jetzt machen. Wäre
wäre dein Rundstreckenthema? War das was für dich? Ja, klar, wenn Geld keine Rolle spielt, auf jeden Fall. Naja, gut, mir macht es aber bitte nicht. Naja, deswegen. Also, das ist kein Thema. Na gut, haben wir es geklaut. Stefan, sag mal hallo in die Kamera. Hallo. Den kennt er ja noch. Stefan, wir dachten ja eigentlich heute, es geht mit dem 917 auf die Strecke, ja, aber. Genau. Aber Stefan hat mit Angst. Darf ich nicht. Das ist ja nicht mein Auto. Das ist die Johannes? Johannes Schönberger? Du hast Durst. Ich sehe es, du hast Durst. Ist doch du, oder? Geht schon das Ding, ne? Denkst du, der Flügel hinten bringt was? Ich denke, das Auto ist sehr schwer beherrschbar. So, könnt ihr einschätzen. Alex, was du sagst? Bitte? Der fährt aerodynamikmäßig jetzt aus der Hoch zum Beispiel rum durch den Hochzug. Der fährt schon ganz gut. Denkst du? Ja, der fährt hier zum dritten oder vierten Mal. Ach so. Aber ist es nicht oben mit dem Käfig und so extrem unruhig von der Luft? Nö, das ist gut. Ja? Das werden wir sehen. Mit Heckflügel hinten? Das ist richtig gut so. Weil hier kommt nur richtig gut. Ja, der Dings hat ihn gebaut damals, pass auf, das CN, das heißt von Novak. Ja, ja. Christian Novak, kommt ja. Der fährt selber Rennen. Ja. Deswegen, der hat oder, schon viel Erfahrung, also hat hier einfließen lassen. Okay. Ja. Er hat 7 Motor drin, ungefähr 1,1, wiegt ja. Er, 600 PS, macht schon Spaß. Geht's auch auf jeden Fall richtig gut, denke ich mal. Genau. Los, lass uns mal die GoPros bei dir im Auto anbringen. Guten Tag, hallo. Hallo, wer sind Sie denn? Ich mache gerade eine kleine Insta-Story für RDR 40. Könnt ihr bitte mal rausgehen? Ja, Steffen soll übrigens ganz kurz, er braucht einen festen Haken. Steffen hat natürlich nichts mit. So, Steffen. Steffen versucht jetzt eine Schlaufe zu basteln. Das haben wir ja nicht, kann doch lieber so machen. Na, geh einfach an den Kühler, Steffen. Die Schlaufe ist so ausgeguckt, das mal reicht ja. Weißt du? Rolex hier installiert gerade die Kameras. Filmst du das wirklich? Ja, klar. Alter. Ja, Steffen, das ist doch, ich finde das super. Du bist perfekt, einfach, ne? Der Mann, der in der Not die Lösung findet. Wie gesagt, wenn du die Schlaufe brauchst, ist hinten spät. Ja. Das finde ich ohne Scheiß ein wahrer Spruch. Wer die Schlaufe braucht, da ist eh zu spät. Da kannst du das Auto aufladen. Tschüss. Und es hat was mit. Ah, jetzt hast du dir offiziell den Gewappert-Aufkleber verdient. Das ist gewappnet, Freunde. So filigran wie der arbeitet, könnte der am offenen Herzen arbeiten. Nee, aber ich muss auch wirklich sagen, Steffen lässt sich halt in der Not richtig was einfallen. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ja, genau. Er macht wenn er abschaut, dann kommt er. Das kann ich dir jetzt schon die Kommentare. Also, nee, wirklich. Ihr seht auch jetzt schon, das Band wird auch beim Corrado verwendet. Ladeluftkühlerbefestigung. Natürlich. Am Ende ist entscheidend, was bei rauskommt. Und es ist eine Schlaufe vorne dran, die einfach aussieht wie eine Schlaufe. Aha. Die was hält. Steffen, geil, wirklich. Ja, perfekt. Steffen, hast du einen Rennanzug mit? Nee, ja. Ne? Wirklich? Na klar. Du fährst mit dem Pullover und den kurzen Hosen, Freundchen. Vielleicht kann ja RD48 mir einen Rennanzug. Ne? Ja, ich das schon. Der Ober. Nee, wir haben schon bestellt. XS, XS. XS? Ich mag's rein. Mega, oder? Ja. Muss ich auf jeden Fall dann nochmal einen richtig guten Porn machen. Und dahinter Skyline. 220 B-Style, ne? Geil. Und guck mal hier, Skyline R32 dahinter. Hey guys! Hi! 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 Nice car! Sorry, it's no wash. We love it when no washing. Perfekt. Und hier, wenn du hier durchguckst, die Hallen, guck mal hier, geil, alter 996. Mega, oder? Wie fett. Ey, Frolix, ich muss ehrlich sagen, Kamera lieber an dich. Weil. Nee. Ich habe Angst, die Aufnahmen zu verkacken. Ich hab nichts anderes erwartet. Ich hoffe, hier ist die Zeitlupe eingestellt oder sowas. Richtig geiles Auto. Holt mich dreimal mehr ab auf so einer Rennstrecke.
wieder R32 GTR. Geil. Steffen, viel Glück. Wir lieben dich. Danke. Steffen, viel Spaß, Steffen. Letztes Jahr schon da zum Service nochmal, so, weil der eigentlich letztes Jahr nochmal 2-3 Tage fahren wollte und jetzt ist, ich sag mal, ein bisschen Premiere. Okay. Mal gucken, ob es... Also die ersten Gehversuche quasi. Ja. Nachdem wir Motor nochmal gemacht haben, Achsen nochmal, Bremse, Fahrwerk, also eigentlich alles. Okay. Genau, und heute ist ein bisschen probieren und gucken. Ja, vielleicht darf ich auch nochmal. Das wäre fett. Das wäre richtig gut. Warum sind die jetzt nochmal reingekommen eigentlich? Weil auf dem offiziellen Zeitplan steht, dass die erste Runde eine Aufwärmrunde ist. Ah, okay. Danach wird in der Regel hier einfach rot gezeigt, dann fahren die durch die Box, dann kannst du nochmal gucken, ob die Reifendrücke alles passen. Und da vorne, wenn dann grün ist, geht's halt wieder los. Gemacht und zwar, ihr wisst jetzt, sind bei Twitch live und zwar ab und zu und wir bieten jetzt richtig geilen Content und zwar, wir haben unser Handy bei Steffen im Auto festgemacht, damit ihr bei Twitch live mitfahren könnt.
Also so sowas bietet keiner. Wir haben quasi dein Handy reingetaped. Ja, mein Handy ist reingetaped. Gib mal her, ich probier mal aus. So, warte, Felix, hier. Achtung, ich nehme mal. Nee, warte, wir müssen Kamera drehen. Noch dazu. Gaffer hält die Welt zusammen, ich sag's euch. Der ist ja original. So, unsere Twitch-Halterung. Wir prüfen jetzt mal selber vom Telefon, ob ihr überhaupt was seht und ob die Verbindung abreißt. Geile Aktion, oder? Alter, also mehr geht absolute Oberchef-Aktion. Geil, dass es geklappt hat mit dem Empfang. Wir haben von außen zugeguckt, das war echt mega. Hier, Froli, das war eine geile Aktion, oder? Absolut, also mehr improvisieren können wir glaube ich nicht. Machen wir mal zusammen nochmal schnell? Na los. Los, geil. Alter, das geht so. Alter, das ist ein Druck. Hals, Maul. Boah. Das ist heftig, wirklich. Boah. Das schabbelt so rein. Wir fahren die Schnellen geradeaus. Das ist so geisteskrank, wirklich. Also, ohne Scheiß, danke an Steven, dass er euch nochmal hier mitgenommen hat. Ohne Scheiß, wir das dritte ist mal mega. Stream. Wir dritte mal Stream, holen wir ganz schön raus hier, hä? Es ist einfach nur geil. Einfach nur geil, hier auf der Strecke zu sein, dass das heute hier stattfindet, dass wir heute hier sein können. Einfach nur fett, ohne Scheiß. Dafür machen wir den ganzen Blödsinn. Der erste Unfall ist passiert. Krass, ne? Also sieht auch mal, die Strecke ist nie ohne. Darf man nicht vergessen, es ist noch ein bisschen kalt draußen. Die Strecke ist nicht wirklich warm vom Asphalt her. Ne? Naja. Die Heckklappe. Aber wenn du überlegst, guck mal, wir werden oben bestehen. Wir sind hier oben, genau fast eben eigentlich zu unserer Höhe, ne? Wo die runterkommt. Du kommst ja jetzt hier schon von oben. Von oben runter. Guck mal, und wie weit runter der Punkt geht, wo der Tiefpunkt ist. Dann genau so weit hoch. Ich glaube, insgesamt sind es über 100 Höhenmeter, ne? Das ist heftig. Bei der Strecke. Das ist heftig, wirklich. Und da weißt du, wenn du Formel 1 guckst, wie simpel die ja mit Vollast durchziehen, ne? Naja, simpel. Nee, halt stopp. Für uns im Fernsehen sieht es simpel aus. Ja, genau. Meine ich. Nicht für die Fahrer. Aber wie krass das doch ist, wenn die ja Vollast durchballern und die haben nochmal ganz andere Geschwindigkeiten drauf. Aber die Kurve hat eben auch schon seine Opfer gebracht. Ja, ja. Ne? Also viele Tote. Stefan Bellof, dann letztes Jahr aus der Formel 2. Formel 2 Fahrer gestorben. Ja. Krass, ne? Hartes Ding auf jeden Fall. Da bewegt sich halt wirklich am Limit. Ja. Steffen, wie ist es? Übel. Übel?
Ist halt krass, übelst neue Strecke. Man kennt sie ja bloß auf der PlayStation und so. Aber ja, die Oruj, Alter, das geht nunter und auf. Das ist Wahnsinn. Der Unterschied. Das sieht man gar nicht so im Fernsehen, oder? Wie das dann in Wirklichkeit aussieht. Krass. Aber cool. Aber geil, oder? Ist halt erstmal viel, unheimlich viel Gewöhnung, aber es wird geil. Wie fährt sich das Auto an sich? Es ist halt, ich finde, da untersteuert er ganz ein bisschen. Ja. Aber da müssen wir jetzt mal mit der Luft noch gucken. Vielleicht ist die jetzt auch viel zu hoch. Und gucken wir mal. Wo hast du jetzt, ist das Serienleistung noch? Komplett Serie, da war auch noch. Ja? Und Fahrwerk? Alles Serie, nichts dran gemacht. Nur ein paar Slicky, Semi-Slicks da gemacht. Und fertig gut für Serie, oder? Ist fertig sportlich auf jeden Fall. Ist es für dich eine Umgewöhnung? Du bist ja eigentlich eine Viertelmeile-Legende auch mit, ne? Darf man nicht vergessen. Aber das ist kein Vergleich. Nee? Das ist richtig geil. Ja? Viertelmeile ist geil, Gas wegnehmen, alles schön, aber das ist halt durchziehen komplett, ne? Und eben halt auch wirklich auf Gas bleiben, ja. Wo du denkst, ich habe 5 mal bremsen und hier, nee, rauf und los. Schon krass, ne? Weil, und dann hier die ganzen Brutalen, die hier fahren, ist ja Wahnsinn. Kannst du doch mal das Gefühl aus der Rouge beschreiben? Das ist eigentlich ziemlich geil. Das hast du eigentlich ziemlich geil gesagt, wirklich. Du merkst jeden km/h mehr. Ne? Wirklich, du fährst eine Runde, du wirst ja automatisch immer ein Stück schneller und dann denkst du, kommst runter, das Herz ist unten und wie es unten ist, ist es wieder oben. Das ist, das ist so krass, ne? Und da sagen ja alle, hier wie Robert sagt, muss gerade durchfahren. Danke. Klar. Für die drei Kurven. Danke. Das ist, du nimmst alle Weile das Gas raus und fährst gefällt. Hast du auf die Geschwindigkeit geguckt? Keine Zeit. Nee? Wird nicht schnell sein. Schätze so eine 70? 71, 72 wäre schon klar. Oh, jetzt geht er langsam weg. Jetzt weißt du erstmal, was die vor hatten. Ich habe auch probiert, immer ein Stück schneller zu sein und auch mal versucht rauszukommen, aber es geht nicht. Hier unten wäre die Oruj, das ist halt wirklich geschichtsträchtig. Naja. Weil wenn du das erstmal siehst, das kommt nirgendwo so rüber, das ist brutal. Da weißt du, was die Formel 1 für G-Kräfte da aufnimmt, wenn die durchschießt. Also wenn du so durchfährst, kannst gar nicht glauben, dass die mal Vollform. Das ist unglaublich. Da kriegst du richtig Angst, oder? Ja. Bleibst du voll auf dem Gas? Nee. Wo, pass auf, wo lupfst du? Lupfst du das Gas, bevor du reinfährst unten, oder? Ja. Das ist langsam reinfahren. Aber und fährst du da auf Volllast wieder raus? Ja. Das machst du. Volllast raus, dann nimmst du den Körb ganz leicht und dann lässt dich raustreiben und wieder in andere Richtung. In welchen Gang bist du gefahren? Bist so krass. Was? In welchen Gang bist du gefahren? Keine Ahnung. Ich seh's auf dem Video. Also oben sind es, glaube ich, irgendwas so 272 oder irgendwas. 272 auf der Langgeraden. Oder, Steven, was sagst denn du? Was? Ich habe 6. Gang fast ausgedreht. Also so, ich aber so bei. Was? Ich habe keinen Gang ausgedreht. Wirklich nicht. Ich habe bloß dann so, da habe ich einen Ladedruck runtergenommen, dann halt, wo man Oruj raus. Irgendwas machen, aber man hat jetzt nicht den direkten Vergleich, dass man sagen kann, oh krass. Du müsstest das eigentlich jetzt mit Steven seinem Fahren, um das zu wissen. Das sind aber, wie gesagt, die ganzen Eindrücke, das ist gerade alles zu viel. Gerade wie Lausitzring oder so, das kennst du ja, ne? Ja. Da kannst du auch ganz ein bisschen gerade Feedback geben, was du so verändern kannst, aber hier, das ist ja komplettes Neuland erstmal. Ja, das ist Wahnsinn. Krass. Aber mega geil, oder? Ich muss auch sagen, der Rundstreckensport heizt mich schon sehr. Ja, das ist halt. Aber es hat nur ein Erlebnis für den Fahrer, ja, für keinen Zuschauer.
Naja. Der hier mit dabei ist. Naja, weil du siehst Steffen einmal und das wieder vorbeifährt hier. Und das war's. Das ist halt leider schade. Wie klingt's? Das klingt krass. Klingt richtig gut. Klingt richtig gut. Dein Auto ist utopisch laut. Kennst du jemanden, der Abgasanlagen macht? Nein. Hast du den selber gewappnet? Wenn irgendjemand Schalldämpfer hat. Was gehen hier drüben jetzt? Ist hier los? Schleift, es schleift. Ach so. Stefan muss ein bisschen hochdrehen. Das ist ja gar nicht gewohnt, sowas. Wegen TÜV. Ich drehe Autos gerne hoch. Im Gegensatz zu ganzen Vollhorstis fahre ich gerne hohe Autos. Ich würde sagen, es füllt sich. Das nächste Auto ist dran. Erster Defekt. Ich denke, das waren die Adern, die sich aufgebläht haben, weil du so genau angestrengt warst. Aber Steffen hat was Geiles gesagt erst. Steffen, du hast ja mal, wir haben ja deinen Seat mal als allererstes gefilmt. Können wir mal das Einfluss von Seat vom Steffen früher, den schwarzen? Ja. Du hast gesagt, im Seat hättest du dich ja wohler gefühlt. Ja. Weil das mit dem Kopf durch die Wand, hat er gesagt. Ja. Ja. Seat war. Mit Seat konntest du das alles ganz kleines bisschen nachgenießen. Ja. Hier, das ist schon krass, ne? Beschreib's mal irgendwie, also. Ich weiß nicht, du hast halt das vorstellen das, vieles so im Hinterkopf. Du hast halt, das Herd war halt leichter noch, ne? Und das ist halt. Da hat halt 300 PS weniger gehabt.
Und wie soll man das sagen? Das ist halt so unwohl. Fühlt man sich ein bisschen unbehaglich quasi. Ja, es ist ein bisschen unbehaglich. Wie gesagt, das ist halt wirklich, als wenn du mit dem Kopf durch die Wand oder mit einem Elefant im Porzellanladen fährst. Findest du, du hattest bei dem Seat viel besser das Gefühl, was das Auto macht? Ich konnte das Auto mehr ans Limit bringen. Ja. Oder mehr am Limit bewegen. Wo ich hier entweder, gut, muss halt sagen, ich bin halt noch nicht ganz so oft mit dem Auto gefahren, vielleicht wird es danach. Aber so ist so der erste Eindruck gerade. Aber man muss schon mal festhalten, ist schon geil, dass so eine Veranstaltung heute hier stattfindet, ja, ne? Vor allen Dingen in so einem Maß, beziehungsweise es hält sich ja irgendwo jeder dran, ne? Ja, ja. Und das ist halt schon cool, ne? Das sollten sich andere, denke ich, ein Beispiel nehmen, dass sie halt trotzdem irgendwo etwas bieten, dass das Leben, das kann ja nicht aufhören, ne? Das muss halt trotzdem irgendwo weitergehen, es gibt ja Konzepte und alles. Und da denke ich, ist das hier, denke ich, eine gute Sache. Das ist schon geil, wirklich einfach wieder mal ein Event zu erleben, die Klänge wieder mal zu erleben, oder jetzt gerade nach dem Winter, das ist schon echt gut. Vor allem, was ja krass ist, was hier an Autos da ist, ne? Ja. Vor allem, was für Autos, das ist Wahnsinn, ja. Das sind Autos, die habe ich schon in meinem Leben noch nicht gesehen. Im Vogtland fahren die nicht rum, Steffen. Na, warum die nicht? Ja, du musst doch mal nach Dresden kommen, Hasi. Was bei euch? Da stehen die alle, ja? Also. Richtig geiles Wochenende geht zu Ende. War wirklich mega mit den Jungs. Wir haben geile Sachen erlebt. Steffen wurde gerade von der Strecke runtergeschmissen, weil er zu laut ist. Mit Blitzerfoto. Ja, übrigens. Mit Blitzerfoto, also wirklich geil. Aber zeigt auch, dass das auch hier ein Problem ist anscheinend. Ja, ne? Wo das wir ist anscheinend ein bisschen entspannter. Bei uns so ein bisschen. Ja. Hier geht nochmal eine Suppe auf. ja, für uns jetzt nach Hause jetzt. Das war wirklich geil, jetzt nochmal so ein Erlebnis zu haben. Auch vor allem mit Johannes the Fame. Johannes the Fame. Johannes the Fame. Sehr, sehr geil. Nee, war wirklich ein mega Wochenende. Vielen, vielen Dank dafür an alle, die mit dabei waren. Also muss ich auch sagen, war wirklich brutal. Einfach geil, dass wir das hier mal machen konnten. Ne? Und ohne Scheiß, guckt euch den Twitch-Stream an. Bei uns. Das ist einfach mega gewesen. Das hat sich wirklich angeboten. Also ich glaube, mehr spontan kannst du nicht sein. Kannst du wirklich nicht sein. War wirklich fett. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Schön, dass wir das hier mal erleben konnten. Ne? Definitiv. Und vor allem, ich hoffe, es kommt bald wieder. Ja. Wir hoffen, wir können bald noch viel mehr so wilden Scheiß machen. Das denke ich auch. Ja. Bis dann, meine Freunde. Wir sind fertig. Wir müssen jetzt noch 7 Stunden nach Hause fahren. Ja, ich werde noch Video schneiden auf der Rückfahrt. Geil. Du wirst durchziehen. Ja. Total. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao. Tschüss.